Guck, jetzt wird es langsam weiß. Ja, immer noch. Da hinten haben wir noch genug zu rutschen, glaube ich, oben. Hallo. 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 Weil oben auf dem Kamm war es letztes Mal auch richtig glitschig. Der ist geschnitten hier, siehst du? Der ist geschnitten. Jo. Der eine war ja so hoch. Hier glaube ich auch. Da auch, ja. Bei dem weiß ich. Hier, der wohl auch. Da waren so viele wieder. Und ein paar konnte man ja gar nicht drüber, da musste man ja tragen. Den habe ich ein bisschen zur Seite gelegt, der ragte so rein. Den habe ich zur Seite gelegt. Das ging allerdings nur mit Hebelkraft. Ja. Manchmal hast du ja Glück, dass der so ein bisschen im Wege steht. Ah, guck mal hier, wie die Federn hier runtergefallen sind. Siehst du das? Auf dem Boden. Wahnsinn, ne? Hier, den habe ich auch geschnitten, da siehst du. Hallo.
Es ist drauf. Es ist drauf. Es ist drauf. Wo bist du von dem Stein da, oder? Ja, hier. Ja, hier, genau, da sprang er rüber. Jo. Und ich bin auch zu eng gefahren hier. Also ich hätte hier vorne auch verdammt langsam fahren müssen. Aber hat sich ja jetzt erledigt. Ja, ja. Und da sprang er gleich weg, ne? Ja. Ja, und glitschig bleibt es ja. Ist ja nicht so trocken wie im Sommer. Nee. Jetzt kannst du sogar, wenn du willst, ich habe ein paar Steine dahin gelegt, ganz oben halten, das müsste gehen. Wenn du ganz oben bleibst, wo du auch runtergefahren bist letztes Mal. Das habe ich mit Steinen ergänzt. Oder die sind schon wieder weg. Also eigentlich müsste es gehen, aber von oben sieht es gut aus. Was ich meine ist hier, an dieser Stelle hier rüber. Die sind doch lose. Ja, hier hätte man die liegen auch zu lose, die Steine. Ich habe die nur so übereinander gelegt, dass wenn man von hier oben kommt, ist es besser. Da hast du nicht so viel Kuh drin. Aber da hätte es. Ja, und heute ist ja sowieso alles ein bisschen glitschiger. Müssen wir die zweite nehmen. Jo.
Und geht es? Genau wie du auch hier an der Stelle. Nee, ist schon ein bisschen anders fahren, als wenn es trocken wäre, ne? Hallo. Ja. Also das war ich nicht hier. Aber den habe ich auch weiter zur Seite gelegt. Hier ist aber auch wieder ein Dreck, mein lieber Mann. Das glaube ich. Bei dem Dreck hier, ja. Danke. Hallo. Auch weggenommen das Ding und vorher schon den anderen Weg gemacht, ne? Hallo. Hallo. Und dann, als sie den einen Baum da weggemacht hatte, da fiel mir ein, ach, da kommst du auch dran vorbei. Ja, aber da lag noch ein anderer davor. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Der hat alles total blockiert. Bei dem kommt es mir so vor, als wenn der immer tiefer kommt. Als wenn er jedes Jahr ein bisschen tiefer kommt hier. Guck mal hier. Ja, guck hier. Der hat wieder ein Stück, ist wieder ein Stückchen zusammengesackt. Danach, genau, richtig, ja. Wenn du dazu...
Das ist auch drauf. Guck, was da hier rechts von dir gegraben hast. Hier, da rechts. Das ist eine Glimmerpartie. Was klappert denn bei mir jetzt? Da klappert auch. Hä? Kann doch nur ein Schutzblech sein. Ist auf jeden Fall ganz schön wackelig, ne? Ja. Ja, das stimmt.
Das ist mein Baum hier. Ja, ich habe letztes Mal nicht gefahren und eben auch nicht. Aha. Ach so, das war da, wo du mich überholt hast. Ja, richtig. Hier habe ich auch schon ein paar geschnitten, aber noch nicht viel. Da muss man wirklich mal mit einer Schere beigehen. Ich hab's gedacht. Ach, die Bank da vorne, siehst du? Hier, und die sind auch weg. Die beiden, oder zwei waren da, glaube ich, ne? Guck hier, und das haben wir ja letztes Mal hier ein bisschen frei gemacht. Nutzen sie alle, ne? Keine Bange, wir sitzen nur. Hallo. Ja, da musst du. Nee, ich lasse es. So, jetzt gut ist. Gute Sonne. Wo ist das letzte Stück hier, schiebe ich da? Und jetzt umsetzen, genau. Nee. Aber wir fahren jetzt hier runter, ne? Willst du zuerst oder? Ja, lass mal vor. Hä? Lass mal vor. Ja, auf jeden Fall, ich habe die Kamera laufen. Noch einrutschen. Letztes Mal kam ich noch ganz gut hier runter. Aber heute ist auch richtig schlammig.
Da kommst du ja kaum zum Stehen hier. Der ist ja nur am Rutschen hinten. Der fängt ja... Ja, ich sag ja, das mache ich ja dann, wenn er hinten nichts mehr bringt. Ich meine, vorne bin ich immer leicht drauf, aber nicht so stark. Ja, das glaube ich. Ja. Also auch davor? Gerade heute, ja. Hier kannst du mal anhalten, hier. Siehst du da, dass ich da hinten... Ja. Ja. Ja, das macht denen zu viel Arbeit. Die müssen einen Meter Holz machen und... sonst nichts. Ja. Ja. Und wen du auch fragst, die finden den richtig gut. Ja. Nee. Welcher Sprung? Nee. Ja. Irgendwo versucht er den rauszugeben und zur Seite gebracht. Aha. Nee. Nee, das wusste ich ja. Nee, und sowas, wo man gut rüberkommt, deswegen oben am ITAS ja auch gesehen, ein paar lagen ja noch. Ausgebuddelt und draußen weggeben. Dann ist er hingepackt, aber der Stock ist wieder so anders. Aha. Nee, ich meine, letztes Mal habe ich auch keinen Stock gesehen da. Ja, der ist ganz anders wie zuerst. Oh, ja. Ja. Mann. Ich wäre wahrscheinlich hinten raufgefahren, wenn ich ins Grüne gefahren wäre.